Hallo, ich bin Sven von Plazenta. Hallo, ich bin Daniel von Plazenta. Hallo, ich bin Tobi von Plazenta. Hallo, ich bin Michael von Plazenta. Und zusammen sind wir Plazenta. Plazenta. Ihr veröffentlicht ein Greatest Hits Album. Axel unterstützt jetzt auch die Butterbrote. Müssen sich eure Fans Sorgen machen? Nö. Dann sagen wir grundsätzlich erstmal nein. Weiß ich nicht, können wir das vielleicht kommerziell ausschlachten? Ja, vielleicht doch. Vielleicht solltet ihr euch doch Sorgen machen und noch schnell alles kaufen von uns und noch schnell zu allen Konzerten kommen. Weil vielleicht sind wir morgen weg. Stimmt, Axel hat da was angedeutet. Nein, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Axel ist schon immer Teil der Plazenta-Familie. Schon als junger Mann mit gepflegten 14 Jahren ist er auf den Konzerten bei uns rumgestreunert wie ein kleiner Hund. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns keine Sorgen machen. Für euer Video Brute Willis, in dem sich ja selbiger mit Fuck Norris miteinander und so weiter anlegen, habt ihr euch an Dünay Kotaram Adam bedient. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, beziehungsweise stößt man auf ein türkisches Star Wars Remake? Zusatzaufgabe. Jeder erzählt bitte seinen schlechtbesten Chuck Norris Witz. Fangen wir mal mit dem ersten an. Tobi, was hat dich denn dazu inspiriert, ein unglaublich blutkreatives Meisterwerk herzustellen? Wir haben mal in Polen gespielt, in Krakau. Oder? Da lief an der Bar in so einer kleinen Glotze lief dieser Film und weil wir nichts zu tun hatten, außer da rumzuhängen und zu warten, dass wir irgendwie endlich mal spielen irgendwann, haben uns diesen Film reingezogen, wir haben nichts verstanden, aber die Bilder waren so eindrucksvoll und unterhaltsam, dass wir dann im Nachhinein dachten, da ja unsere Musik auch eindrucksvoll und unterhaltsam ist, dass das wie füreinander gemacht quasi, ja, und dann, weil wir auch immer so kreativ sind, ja, und so humorvoll, haben wir diese zwei Dinge, die sowieso wie füreinander gemacht sind, zusammengeführt, ja, in diesem kleinen, lustigen Film und, ich finde es sehr gelungen. Ich kenne gar keinen Chuck Norris Witz, ich kenne einen, und deswegen muss ich den schnell erzählen, bevor mir den jemand klaut. Also los geht's. Wie viel Liegestütz schafft Chuck Norris? Das weiß ich nicht, Daniel. Alle. Brumps. Honig Melonic Death Metal. Das müsst ihr jetzt aber mal erklären. Was ist Honig Melonic Death Metal, Daniel? Ich würde sagen, das moderne Metal. Tobi? Na, ganz einfach. Das ist Death Metal, der aber hin und wieder fruchtig und zuckersüß daherkommt. Ja? Mir hat meine Definition besser gefallen. Das ist moderner Metal. Draußen spielen gerade Butter ihre Show und Axel ist nicht hier. Ich will nur nochmal darauf hinweisen, es könnte sein, dass... Wenn ihr euch gegenseitig mit jeweils nur einem Wort oder einem Titel beschreiben müsstet, welcher wäre das? Die Frage jetzt nochmal. Ich denke, es geht nicht um Plazenta, sondern es geht um die Mitglieder der Band. Ja? Also, ich sag mal, Tobi sagt ein Wort für Micha. Dann sagt Micha ein Wort zu Daniel. Ich sag ein Wort zu Tobi. Boah, das ist doch so anstrengend. Ja, ein Wort. Mehr nicht. Okay. Tobi, dein Wort zu Micha. Kontrolliert. Oh, das ist ein schönes Wort. Michael, du musst jetzt was zu Daniel sagen. Okay, niedlich. Daniel, dein Wort zu mir? Stark. Stark ist schön. Und dann muss ich noch was zu Tobi sagen. Sehr kontrolliert. Kontrollierend. Stimmt, ein Wort zu Axel. We butter the bread with butter. Was erwartet eure Fans zum 30-jährigen Bandjubiläum? Dasselbe bzw. ähnliches wie zum 15-jährigen oder habt ihr Bock auf was ganz anderes? Eine noch großartigere Show mit noch älteren Bandmitgliedern als ich. Naja, wenn es das gleiche wäre, dann wäre es ja... Das hatten sie ja schon bei der 15-jährigen. Also es muss schon was anderes sein.
5 geile Typen in einer Turnhalle mit sexy Outfits. Was wollt ihr mit eurem Video zu Hashtag schön darstellen oder rüberbringen? Also Hashtag schön ist eigentlich ein Song, der ist ursprünglich mal entstanden, als ich im Bus saß und Michael angeguckt habe. Dann aber relativ schnell gemerkt, dass meine Gedanken in eine andere Richtung gehen und dass ich, jetzt könnte ich was ganz Gemeines sagen. Naja, so das mit dem YouTube ist eine schöne Erfindung. Ich finde aber hier und da, dass dieses Medium auf eigenartige Weise missbraucht wird. Und ich finde auch, dass der Beauty-Wahn, der zum Beispiel bei YouTube auch ganz exzessiv dargestellt wird, etwas ist, was es hart zu überdenken gibt. Und weil wir heutzutage ja natürlich auch immer irgendwie Metaphern suchen, damit wir uns nicht auf. Ich könnte das ja jetzt zum Beispiel in einem Medium sagen, was sich Leute später angucken könnten. Deswegen sage ich mal, es geht ja eigentlich nur darum, dass wir in der Turnhalle zeigen wollen, dass wir gut Sport machen können. Richtig? Ich würde sagen, wir fassen es einfach darunter zusammen, dass wir zeigen wollten. Wir können auch Videos drehen, die überhaupt nichts mit dem Song zu tun haben. Wir können alles richtig gut, wollten wir sagen. So wie alle, die sich bei Facebook und YouTube selbst erstellen, die können auch alles richtig gut. Und wir können das auch und das wollten wir zeigen. Viele Jahre habt ihr auf dem Buckel als Band, aber auch viele Mitglieder wechseln müssen. Wie kommt's? So eine Band wächst ja irgendwie, wächst ja nicht nur in eine Richtung, sondern auch in die Breite. Und Leute haben ja vielleicht unter Umständen, manchmal kann man, also ihr wisst doch, wie es in Beziehungen ist. Es gibt unterschiedliche Gründe, getrennte Wege zu gehen. Manchmal ist es der Job, der wichtiger ist als die Beziehung. Manchmal sind es zwischenmenschliche Dinge, was bei uns aber nie der Fall war. Und manchmal ist es einfach auch so, dass es musikalisch vielleicht musikalisch nicht mehr auf einen Nenner zu führen ist und dass vielleicht auch Bandmitglieder eigene Projekte vielleicht verwirklichen möchten. Und dann steht man sich nicht im Weg, sondern geht da total freundschaftlich miteinander um. So haben wir es auch immer gehalten. Wir haben eigentlich zu allen ein ganz tolles Verhältnis, nach wie vor. Wir gehen auch gegenseitig auf Konzerte. Wir sind halt auch einfach ein Sprungbrett für viele auf die großen Bretter. Axel spielt jetzt halt bei Butter. Plazenta beschreibt, was beschreibt euer Bandname? Die Pubertät. Pubertät, Rebellion, Provokation und scheißegal. Das ist eure erste größere Tour. Auch mit bekannteren, mit bekannterer Band. Könnt ihr euch an das Feeling gewöhnen? Auch mal so ein bisschen größer zu spielen und schicker und so Essen zu kriegen und fließendes Wasser. So im Hotel schlafen und sowas. Könntest du dich daran gewöhnen? Ja, grundsätzlich könnte ich mich daran gewöhnen, nicht mehr auf dem Betonboden zu schlafen. Hotel ist nicht schlecht. Was ich besonders gut finde, ist, dass wir auch was essen. Weil normalerweise führt der erste Weg eigentlich immer über einen Zoo. Da, wo der beim Streichelzoo, wo man die Pennies reinhaut und wo dann so Flocken rauskommen. Und da müssen wir immer vor jeder Show müssen wir da nochmal vorbeifahren. Wo möchtet ihr gerne mal spielen und mit welcher Band würdet ihr gerne mal auf Tour gehen? Oh, das ist schwierig. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch wenn das niemals in Erfüllung geht, also ich würde sehr gern mal mit Jamiroquai zusammen in der alten O2 World spielen. Oh, die alte O2 World. Die Mercedes-Benz World. Und du, Daniel? Daniel möchte gerne mit Black Dahlia Murder auf Tour gehen. Ja, total gern. Oder was? Oder nicht? Ja, weiß ich nicht, die ziehen ja auch nichts mehr. Mit Butter würde ich gerne mal. Freundchen. Also bitte, du kannst doch deine Idole nicht so herabwürdigen. Metallica. Oh ja, Metallica wäre stark. Oh ja. Ja, so viel gibt's ja wirklich nicht, muss man schon mal sagen. Da gibt's noch irgendwelche dicken Ami-Headliner oder so, aber ansonsten so, was so deutsche Bands angeht, keine Ahnung, da sind wir, glaube ich, mit Butter schon ganz gut bedient. The Ocean. Ja. Ja, auch gut, ja. Mastodon würde ich gerne mitfahren. Oder halt irgendwie, oder Orchard Parish von früher. Ja. Naja, irgendwelche lustigen Jungs, mit denen man Spaß haben kann und die irgendwie die Bude voll machen, damit diese Last nicht immer auf unseren Schultern ausgetragen wird. Denn wir sind einfach, wir sind eher dafür da, dann gute Musik zu spielen und eine
Wir sind eher so, wie sagt man denn, der Joker, der eingewechselt wird und das Spiel entscheidet. Aber wegen uns, man rechnet erstmal nicht damit. Wenn ihr noch Fragen habt an uns, dann schreibt uns an, ruft uns an oder kommt auf unsere Konzerte. Wir freuen uns wirklich sehr über jeden Support. Ich hoffe, dass ihr nach dem Interview noch trotzdem noch Lust habt, uns kennenzulernen. Und man sieht sich. Tschüss.